Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Gründlich gereinigt, warum der Hochdruckreiniger Ihren Bodenbelägen mehr schaden kann als helfen und welche Alternativen es gibt. Vorbildlich versichert, wer jetzt noch seine Versicherungen auf den Prüfstand stellt, kann von hilfreichen Neuerungen profitieren. Und Familien im Fokus. Wenn Fertighaushersteller und Möbelhaus kooperieren, können vor allem junge Familien davon profitieren. Willkommen, liebe Zuschauer, bei einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Der Sommer ist vorbei und der Herbst ist für uns alle Anlass, rund um das Haus wieder alles auf Vordermann zu bringen. Dies gilt natürlich auch für die Bodenbeläge, für die Mauern oder auch die Terrassenbeläge. Wir wollten von Ihnen wissen, wie Sie dies alles reinigen. Und außerdem waren wir mit einem Experten unterwegs, der uns zeigt, wie es richtig geht. Ja, am besten geht es mit Kehrschaufeln und Kehrwischen und Besen, Strohbesen. Eigentlich nur mit dem Ding, dem Kercher halt. Ja. Einmal im Jahr mit dem Kercher abspritzen. Dann sind sie super wieder. Wenn es um die Reinigung von Bodenplatten geht, greifen die meisten zur klassischen Methode, dem Hochdruckreiniger. Doch das Gängigste muss nicht immer das Beste sein. Die Hochdruckreiniger sind nicht ideal zum Betonwerkstein reinigen, weil sie die Oberfläche beschädigen. Der Betonstein wird ausgewaschen, die Oberfläche wird rauer und dadurch verschmutzt der Stein hinterher schneller als vorher. Wer solche Böden oder Mauern zu Hause hat, greift alternativ besser zu Reinigungsmitteln. Hier wird unterschieden zwischen Außenreiniger, Intensivreiniger und speziellen Grünbelagsreinigern. Diese entfernen Moos, Algen oder dunkle Verschmutzungen. Wir testen mit unserem Experten die Wirkung der Reinigungsmittel. Die Anwendung ist einfach: mischen, aufsprühen und abwarten. Grundsätzlich können fast alle Außenbeläge aus Naturstein und Beton mit solcher Produkt gereinigt werden. Ganz wichtig ist allerdings, vorher Musterfläche anzulegen an unauffälliger Stelle, weil eben der Hersteller nicht voraussehen kann, was wird mit dem Produkt überhaupt gereinigt. Und es kann durchaus mal passieren, dass es gewisse Verfärbung an so einem Material gibt und darum eben besser an unauffälliger Stelle. So sieht das Ergebnis an unserer Mauer nach 2 Wochen aus. Die Reinigung muss nicht von einem Profi übernommen werden. Mit dem richtigen Mittel kann jeder selbst zu Hause unschöne Mauern oder Platten reinigen. Dabei gibt es die Möglichkeit, ein sofortiges Ergebnis zu erzielen. Dies hält dann aber meist nur einen begrenzten Zeitraum. Oder eine vorbeugende Wirkung zu erreichen. Hier dauert es zwar rund 2 Wochen, bis das Ergebnis sichtbar wird, hält dafür aber auch 1 bis 2 Jahre. Wer es noch dauerhafter möchte und gleichzeitig seine Beläge vor Öl, Flüssigkeit und Schmutz schützen will, der greift zum Imprägniermittel. Für Betonwerksteine und Natursteine kann man Imprägnierungen verwenden. Die sind einmalig aufzutragen, alle 2 bis 3 Jahre zu erneuern. Und die hydrophobieren den Stein und machen ihn somit fleckunempfindlich. Auch das haben wir mit unserem Experten getestet. Das Mittel einfach auftragen und einwirken lassen. Nach 2 Wochen ist der Unterschied deutlich zu erkennen. Der Hochdruckreiniger ist also nicht die richtige Waffe im Kampf gegen Moos und anderen Schmutz bei Bodenbelägen. Bei uns geht es gleich weiter mit einem Haus für junge Familien und wichtigen Tipps zum Thema Versicherung. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Modisch oder zeitlos? Aktuell oder elegant? Entdecken Sie die Vielfalt an Farben und Formen.
Fliesenstähle in Friedrichshafen. Fliesen-Stähle.de. So könnte auch Ihre Wohnung aussehen. Mit Riga Raumdekor. Ihr Gesamteinrichter vom Boden bis zur Decke. Ob jung oder alt, wir renovieren Ihre Wohnung. Auf Wunsch auch seniorengerecht. Schlüssel übergeben und wohlfühlen. Alles aus einer Hand. Riga Raumdekor in Sigmaringen. Bauen Sie Ihre Immobilie nicht auf Sand. Schon ab 35 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr werden Sie von Fachanwälten kompetent beraten. Mietverträge, Musterschreiben, Selbstauskunftsbogen für Insolvenzcheck und Infoblätter liegen für Sie zur Abholung bereit. Mit Rat und Tat für Ihr Eigentum. Haus und Grund Lindau. Sichern Sie den Wert Ihrer Immobilie. Jetzt Mitglied werden. Singen in der Georg-Fischer-Straße. Lassen Sie sich inspirieren. Wir gestalten Ihr Bad nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Wir bauen Ihr Bad komplett, kompetent und zuverlässig. Entdecken Sie den Lebensraumbad bei uns. Bommer, die Badgestalter. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Bezahlbarer Wohnraum wird immer knapper und deshalb werden Kooperationen immer wichtiger. Was glauben Sie, was entsteht, wenn ein großer deutscher Fertighaushersteller auf einen schwedischen Möbelgiganten trifft? Es entstehen Wohnkonzepte für junge Familien. Ganz nach dem Motto, wohnst du noch oder lebst du schon? Nach einer aktuellen Studie bedeutet Wohnen für 90% der Befragten Wohlfühlen. Darauf baut die Kooperation zwischen dem Fertighaushersteller Schwörerhaus und dem Möbelgiganten IKEA. Das Ergebnis: das Young Family Home. Das Konzept: ein Haus, das die Ansprüche junger Familien erfüllt. Beim Komfort, beim Design und bei der Einrichtung. Der Hintergrund: unser Leben ist kommunikativer geworden. In unserem Wohnraum rücken wir näher zusammen, gehen nicht ganz so viel mehr aus, sondern laden Freunde ein, kommunizieren mehr, sitzen gern zusammen, unterhalten uns, suchen da so ein bisschen die Wärme und die Ruhe, die wir draußen vermissen. Und ich finde, das erfüllt dieses Haus ganz hervorragend. Die Umsetzung: großzügige Wohnräume offen konzipiert. Vor allem die emotionale Komponente wird beim Young Family Home berücksichtigt. Das Eigenheim ist heute ein Rückzugsort, ein Bereich, in dem wir uns entfalten wollen und können. Was die Zusammenarbeit der Unternehmen dabei noch verbindet, der Slogan: wohnst du noch oder lebst du schon? Für mich verbirgt sich dahinter, dass wir als Unternehmen, als Bauunternehmen immer wieder die Frage stellen müssen, was ist eigentlich für unsere Kunden wichtig? Und für unsere Kunden ist wichtig, dass sie leben wollen im Haus. Haus, Einfamilienhaus, ist ein Lebensgefühl. Das ist nicht irgendwo, wie, aus welchen Materialien ist das gebaut. Natürlich spielt das eine Rolle, wenn die Materialien passen. Und auch der Schallschutz, der ist auch wichtig, aber das ist nicht das, was die Kunden wollen, sondern die wollen einfach in einem tollen Haus leben. Die wollen gesund leben, glücklich sein, das ist das Entscheidende. Und dass Komfort und schönes Design trotzdem bezahlbar sind. Für rund 230.000 Euro ab Oberkante Kellerdecke ist das Young Family Home zu bekommen.
was nützt einem ein tolles Sofa, was einem sehr gut gefällt? Das kostet dann 20.000 Euro, kann ich mir nicht leisten, also gehe ich wieder frustriert raus. Und das ist das für mich Interessante an der Kooperation, dass schöne Sachen gezeigt werden, die man bezahlen kann. Galt IKEA früher als Möbelhaus, das vor allem Einrichtungen für Studentenbuden liefert, hat sich das Unternehmen heute zum Trendsetter entwickelt. Wer also, wenn nicht der schwedische Möbelgigant, sollte die Einrichtung für das Young Family Home übernehmen? Wir können alles bedienen. Wir konnten das Haus für Jung und Alt, für die Kinder, für die Eltern. Wir haben hier alle Wünsche bedacht und eigentlich auch, wenn man sich umschaut, zielgerecht eingerichtet. Schaut man sich derzeit die Trends bei der Inneneinrichtung an, kommt man um den skandinavischen Look nicht herum. Viel Weiß, Schwarz und Grau findet sich aktuell in den Wohnräumen. Für Schwörerhaus und IKEA bedeutet die gemeinsame Kooperation auch gegenseitige Inspiration. Glaubt man den Experten, wird der Wohnraumbedarf in den kommenden Jahren immer größer werden. Projekte wie das Young Family Home könnten also die Zukunft des Wohnens sein. Wenn es auf das Jahresende zugeht, will man seine persönlichen Unterlagen in Ordnung wissen. Speziell bei den Versicherungen lohnt es sich jetzt ganz genau hinzuschauen, denn im Bereich der groben Fahrlässigkeit gibt es eine wichtige Neuerung. Bei Versicherungen kann man schnell den Überblick verlieren. Dabei sollten Versicherungsnehmer ihre Policen regelmäßig auf den Prüfstand stellen. Bis 30. September gilt die Kündigungsfrist mit Wirkung zum 1. Januar des Folgejahres. Wer die Zeit bis Ende September jetzt noch nutzt, kann möglicherweise viel Geld sparen und sich neue, bessere Bedingungen sichern. Es gibt zum Beispiel in der Hausrat- und in der Wohngebäudeversicherung als Neuerung die grobe Fahrlässigkeit, die gilt hier mitversichert. Früher war dem nicht so. Heute in den neuen Bedingungen sind diese dabei. In Deutschland neu gilt diese Regelung in Österreich bereits seit 2011. Grobe Fahrlässigkeit ist ein juristischer Begriff und lässt somit Interpretationsspielraum. Das führt gerade bei Großschäden immer wieder zu Streitigkeiten über den Versicherungsschutz. Grobe Fahrlässigkeit ist etwas, was ein Durchschnittsmensch normalerweise nicht außer Acht lassen würde zu tun. Das heißt zum Beispiel, jetzt kommt wieder die Adventszeit, er zündet eine Kerze auf dem Adventskranz an, verlässt den Raum für längere Zeit und vergisst sie natürlich und dadurch kommt der Adventskranz zum Brennen und entsteht natürlich ein weiterer Schaden. Auch ein gekipptes Fenster, eine unbeaufsichtigte laufende Waschmaschine oder eine nur zugezogene und nicht abgeschlossene Wohnungstür fallen unter grobe Fahrlässigkeit. Ist sie nicht mitversichert, entsteht eine nicht zu unterschätzende Deckungslücke. Wenn die grobe Fahrlässigkeit nicht versichert ist, kann der Versicherer dies einwenden, wobei die Beweislast beim Versicherer liegt. Er muss dem Versicherungsnehmer beweisen, dass er grob fahrlässig gehandelt hat. Sollte dies der Fall sein, besteht Leistungsfreiheit. Heißt, die Versicherung muss nicht zahlen. Die Kosten für eine Anpassung der Versicherung sind individuell und sollten von einem Experten berechnet werden. Um also den Überblick nicht zu verlieren und im besten Fall sogar zu profitieren, sollten Sie als Versicherungsnehmer nicht warten und die Policen von einem Berater Ihres Vertrauens prüfen lassen. Das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Wir sehen uns kommende Woche wieder, dann unter anderem mit der Bauen und Wohnen Traumimmobilie. Und wir verraten Ihnen auch, wie Sie Ihren Wohntraum finanzieren können. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Tschüss! Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.